Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Cube World Größe 4x5 und ja, was ich euch ganz am Anfang einmal sagen will, damit das auch wirklich jeder mitkriegt, ist, dass ihr unter dieses Video bitte eure Fragen schreibt, damit ich die, also ich weiß, es kommt jetzt schon ziemlich früh, damit ich die im Urlaub mal in einem Vlog beantworten kann. Gerne könnt ihr natürlich auch noch unter die anderen Videos schreiben und vielleicht gibt es auch nochmal ein Video zu. Aber falls ihr Fragen habt, schreibt die doch bitte schon mal hier drunter. Dann kann ich mir schon mal im Voraus so eine Übersicht erstellen und habe da geschmeidig viel Zeit. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr hier Fragen runterschreibt. Also da schon mal danke. Und ja, das Ganze ist ohne Facecam, weil es schon zu spät am Abend ist und mein Zimmer wird ja sowieso umgebaut. Ist sowieso hier alles gerade ein bisschen Shit und so. Und ja, deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einfach mal... Das macht überhaupt keinen Sinn, diese Schlussfolgerung. Deswegen würde ich mich einfach mal freuen, wenn ihr Kommentare unter das Video schreibt. Wenn ihr eure Fragen unter das Video schreibt. Macht Sinn, Torben? Passt zu dem? Ist auf jeden Fall ein Schluss, den du da gezogen hast. Nee, aber macht es einfach mal... Dann habe ich genug Zeit, mich mir die alle aufzuschreiben und so weiter. So, grün, will also ein bisschen Beef haben. Verständlich natürlich, ne? Okay, er hat wohl noch nicht die Macht der Torbenschen Spitzhacke gespürt. Oh, das Coole war natürlich, dass ich auf der anderen Seite mir natürlich auch da gleichzeitig eine Treppe rausgemacht habe. War im Endeffekt nicht ganz so effektiv. Okay, ich glaube, die Taktik sollten wir noch ein wenig austüfteln. Tüfteln. Ja, Leute, also ihr wisst Bescheid, was ihr machen müsst und ihr müsst das machen, ja. Sonst gibt's Beef, Freunde. Ich habe jetzt gerade schon mit meinem Finger in die Facecam gezeigt. Oh, lol, rot ist draußen. Ich habe gerade schon mit meinem Finger in die Facecam gezeigt, bis ich realisiert habe, dass diese aus ist, weil da gar kein grünes Licht leuchtet. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber auch eine Facecam. Ja, genau, das war so das Wichtigste, was ich sagen wollte. Dazu wird es noch mal ein Video geben, denke ich, damit ich das einfach noch mal, ob aktuellere Fragen da sind, kurz vorm Urlaub checken kann, sag ich mal, passt so. Aber es würde mich auf jeden Fall auch schon sehr freuen, wenn ich jetzt hier schon mal im Voraus ein paar Fragen hätte, die ich mir dann schon mal in ein Textdokument reinschreiben kann und so. Das wäre auf jeden Fall sehr amüsant. Ich höre gerade ein kleines... Wenn man das Wort aussprechen kann, dann wäre das sehr hilfreich. Ich höre gerade ein kleines Rauschen auf meinem... in meinem Headset, wie auch immer. Das finde ich nicht so cool, aber ich denke, ihr solltet das nicht hören. Solltet ihr nicht hören, sonst wäre das ziemlich komisch. What the fuck? Es juckt ihn einfach nicht. Es juckt ihn einfach nicht. Er hat mich 2-3 Mal gehittet und danach nicht mehr. Hat ihn einfach nicht gejuckt. Lol. Ja, natürlich stark. Du lass dich ihn halt mal unser Bett abbauen. Nee, ist mir eigentlich egal. Er ist im Gönner-Mode auf jeden Fall. Dachte sich wohl so im Bett. Nee, das habe ich nicht nötig. Das ist was für die Chiller. Entschuldigung. Die öfter als einmal sterben. Passiert mir sowieso nicht. Außerdem, wenn ich kein Bett habe, muss ich ja sowieso... auch viel weniger aufpassen, war der Bonnie HD, der, oh mein Gott, look at this amazing combo und jetzt, bam, 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 Nummer 1 und zack, er zieht an, der Torben, oh mein Gott, er zieht an, oh, er hängt im Block, nee, das ist Hex, und oh, er wird von hinten gehittet, aber egal, er zieht weiter an, oh mein, ah, schade, das wäre es jetzt gewesen, ey. So, okay, dann machen wir mal weiter, da war natürlich nicht so klug, alles klar. Egal, wir haben ja nochmal neue Bronze, ne? Hier, so. Und dann können wir... Ach nee, warte, ich hole mir jetzt mal Eisen für Schwerter und Rüstung und so. So, amazing, 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 Also, das war... Jetzt wird es aber auch unlustig, Torben, ne? Warum machst du das hier zweimal das Gleiche bitte falsch? Hat vielleicht zufällig jemand ein Eisen für eine Kiste? Danke.
Ja gut, ne? Kann man so machen, muss man aber nicht. Zack. Schwerter. Eins darf ich natürlich auch noch mitnehmen, tatsächlich. Und dann kann es losgehen. Okay, grün haben wir mit unserer ultimativen Macht fertig. Destroyed. Ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt zu uns bewegen werden. Aber das trauen die sich gar nicht erst. Zack, look at this. Oh. Oh ne, das ist aber uncool. Hä? What the fuck? Er hat mich einfach in der Luft abgeschossen mit seinem ultimativen Bowskill. Da war ein bisschen schlecht von mir. Achtung, keine Ahnung, wie man das schreibt. Achutung. So wie immer schreibe ich das, ne? Komplett falsch hier. So, Is get wrecked. Okay, ich brauche Blöcke. Sonst sind die halt nicht so Is get wrecked. Aber die sind eigentlich schon ziemlich Is get wrecked. Und das Coolste ist, dass ich jetzt mittwochs, heute ist Mittwoch übrigens, noch weniger Zeit habe, weil ich auch noch ein zweites Praktikum jetzt mache im Moment bei einer Informatikfirma, die Webseiten für Apotheken und ähnliches erstellt, für das Gesundheitswesen. Und genau, da mache ich nämlich zurzeit noch ein... Ja, vielleicht sollte ich erstmal lernen, wie man bei Minecraft so einen Block hochspringt, bevor ich mich direkt an Webseiten begebe und so. Oh ne, er hittet mich gleich von unten. Es sei denn, ich kicke ihn. Vergessen wir das. Oh mein Gott, da kam ein Blauer runtergejumpt wie so ein Ninja. Hä? Der ist gar nicht bei uns. Nee. So nicht, Freundchen. So fangen wir gar nicht erst an, ja? Boah, Alter, das war kurz spannend. Aber ist natürlich kein Problem. Retten wir mal eben mit. Kriegt ein paar Haken ins Gesicht und dann passt das schon. Rechter Haken. Läuft bei ihm halt, ne? So. Okay. Ist jetzt insgesamt nicht unbedingt viel sicherer geworden. Hat immer noch genau eine Schicht. Juckt mich aber nicht. Lass mal zu Rot gehen. Amazing Torben, Achtung. Oh mein Gott, ich hab's richtig geschrieben, Leute. Ich bin amazing. Amazing. Hat er überlebt? Nein, hat er nicht. Nein, definitiv nein. Nein. Ja, ich würde sagen, pretty amazing bin ich. Da unten chillt einer von uns, der Gelbe. Ich chill jetzt bei Rot. Guck mal, ob ich da ein bisschen Eisen für mich kriege. Natürlich nur für mich. Wenn ich jetzt abgeben würde, wäre ich ja ein bisschen dumm, ne? Würde ich ja im Team spielen. Das wäre ja absolut nicht der Sinn von Bad Wars. So, 31 Eisen. Davon können wir uns doch schön 31 Schwerter kaufen, würde ich mal behaupten. So. Eine 7er Chestplate. Ein... Was war das denn, ey? Eine Spitzhacke. Zack, zack. Blöcke. Essen brauche ich. Zack, zack, zack. Darf sonst noch irgendwas sein, Torben? Vielleicht ein paar TNT-Schafe, hm? Ein paar Sophias. Was hältst du denn davon? Ja, Torben, das halte ich für eine super Idee. Das werden wir definitiv mal in Erwähnung ziehen, so etwas mit auf unsere langen Reisen zu nehmen. Als Essensvorrat kann man so sagen, ja. Genau, machen wir. Ist gebonkt, Torben. Ist gebonkt. Die vier blauen chillen in ihrer Base, haben einen Bogen und alles klar. Ich habe natürlich die Lederrüstung vergessen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich einmal an alles denke. Wäre absolut nicht machbar gewesen. Och, er ist bei mir. Was ein Chiller. So. Achtung. Sehr gut. Oh mein Gott, this is amazing. Hi. Oh, das ist ja tatsächlich ein gut Equipter. Oh mein Gott, er hat ein Iron Sword. Oh mein Gott, ich hab ihn. Alles klar. War pretty easy. Nein, war's nicht. Wer portet sich denn hier? Das finde ich ja mal gar nicht so amazing. Amazing finde ich, dass ich jetzt erstmal ein bisschen auf mein Life aufpasse. Oh mein Gott, er hat einen Rückschussknüppel, Leute. Oh mein Gott, nein. Boah. Oh, wer schießt denn hier? Das sieht irgendwie so aus, als würden die Pfeile aus dem Himmel kommen, Alter. Die kommen aus allen Richtungen. Guckt euch das mal an. Da fuck.
Jetzt checken wir hier noch einmal das Gold aus. Muss ja getan werden. Und dann werde ich mich auch nach Hause bewegen, um mir ein schönes... Hä? What the fuck, wie schießt ihr denn ab? Und wer portet sich hier andauernd? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute. Das müsst ihr mir aber bitte alles aus... Das ist jetzt ein Witz, ne? Weißt du, würde ich einmal rechnen, hätte ich ausgerechnet, dass ich ein Gold zu wenig habe, um mir ein verkacktes Eisenschwert zu kaufen. Boah, diese Inkompetenz. Diese Inkompetenz. Die ist pretty amazing. Pretty, 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 pretty. So. Amazing ist aber auch, dass ich den jetzt hier wegbosspammen werde. Funktioniert super. Hi. Wow, diese Trefferquote, ey. Sie ist auch pretty amazing. Jetzt baut er sich da auch noch ein. Okay, dann schießen wir erstmal auf den anderen. Okay. Oh mein Gott, hör doch auf mit deinem scheiß Rückschussknüppel da, ey. Mann, Alter, wie soll ich den jetzt kriegen? Wie geht doch auf Blau? Wir gehen doch auf Blau. Ach, weißt du was? Dann machen wir es halt auf die altmodische Methode, ne? Macht mal. Macht mal, bitte. Komm, so brauchen wir... What the fuck? So brauchen wir hier gar nicht erst anfangen, Kollege. Alter, jetzt hör doch mal auf, mich dann abzuschießen, wenn ich auf Blau gehen soll, bitte. Ich hörte gerade die Blauen in der Mitte. Da geht gleich unten alles in die Luft. Bumm! Der Fuck, Alter, hör doch mal auf, mich immer abzuschießen. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Okay, ich denke, die Mitte haben wir gesäubert. Säuberung ist ein Fachbegriff auf jeden Fall. Okay, er ist tot. GG. Dann werde ich mich mal wieder an die Oberfläche bewegen. Dieser zerklüfteten Höhlenlandschaft. Und ihn da versuchen... Na, GG, 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 Torben. GG, GG, GG. Hi, Kollege. Oh ne, jetzt hör auf mit euren Rückstoß stehen. Achso, hier. Bitteschön. Eine Eingebung von oben. Jetzt hört doch mal auf, mich immer abzuschießen, ihr Penner, wenn ich auf Blau gehen soll. Was haltet ihr davon? Mann, muss man sich hier alles... Es ist echt schlimm mit den Leuten von heute, ne? Kommst du wieder mit... Ich bin in letzter Zeit irgendwie mit dem Bogen immer inkompetenter geworden. Kann das, Leute? Ich denke, das kann. Please stop that. Komme bitte nicht zu nah. Ich habe jetzt auch keine TNT-Schaffe mehr, weil ich dachte, komm, wenn schon, denn schon, alle unten reinpulvern, ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste. Ich möchte ihn gerne down haben. Noch ein? Ne, schade, dann halt nicht. Ach, komm. Holy shit, that was amazing. Kein Knockback, ist klar. No Knockback, ja, easy, Alter, Leute. Ne, Knockback, wozu? Stört nur, würde ich mal behaupten, beim Spielen. Habe ich deswegen mal ausgemacht. Ist ja auch erlaubt auf dem Gombe-Server, glaube ich, oder? Ist es erlaubt? Ich weiß es gar nicht. Aber eigentlich zählt es nicht als Hack, denke ich. Also ich mache das immer rein und keiner der Server bannt mich dafür. Also das ist pretty amazing eigentlich. Pretty amazing. Pretty amazing ist sowas. Pretty amazing. Meint er gar nicht mich? Oder meint er... Meint er gar nicht mich oder meint er jemand anderen? Ich weiß es nicht. Schade, ich habe mich gerade so schön reingeredet, dass ich immer Knockback, no, nie, Knock. Nö, dann halt nicht. Oh mein Gott, da war ein Grüner. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freaking 3 Life. Lass mal hier so eine Wall of Life hinbauen. Wall of... Ja, ich finde, man kann sie Wall of Life nennen. Wohinter man sicher... Ja, Leute, ihr wisst, was ich meine. Wohinter man sicher einkaufen kann und so. Das heißt bei mir Wall of Life. Ab heute. So, Eisen haben wir auch drin. Alles klar. Das ist unsere Chest of Life übrigens, weil wenn man tot ist, kann man da neue Life holen. Ich weiß, ich bin echt ein Gott in Sachen Namen. Ja, wie? Jetzt lassen die mich alle alleine, oder was? Oh. Pretty amazing kill. Wo ist der?
Warum habe ich ein Level? Woher habe ich das denn bitte? Wie können denn hier bitte Spieler an Level kommen? Ist natürlich stark, Torben. Dicke XP habe ich am Stisse. So, jetzt lebt noch ein Grüner. Wo soll der denn bitte schön sein? Grüner Boy. Er baut sich nicht unten lang. Ebenso wenig wie oben. Wo ist der grüne Boy, der am Stissel sein sollte? Hier irgendwo. Geh mir bitte nicht auf den Sack. Okay, muss man hier wieder reinspammen oder was? Wie läuft das hier? Okay, ist anscheinend da unten der grüne Boy. Ich frag mich nur ein bisschen wo. Er schießt auf mich. Sehe ich ihn nicht? Da! Du kleiner Sneaky, ey. Moment. Okay, und. Go! Okay. Tschö. Mit Ö. Da kommt einer hoch, das sehe ich. Okay, das war's. Jetzt mal kurz wieder auf die Oberfläche gehen. Da ist das Ganze doch schon ein bisschen übersichtlicher. So, jetzt haben wir noch ein Team. Und das ist Team Blau, alles klar. Wie gehen wir das jetzt am besten an? Ich würde sagen, ich stehe hier und lasse die erstmal nicht an Gold kommen. Das ist auf jeden Fall praktisch, glaube ich, wenn ich das tue. So, aber im Moment sieht es gar nicht schlecht aus, würde ich mal behaupten. Weil wenn man... Cube World ist eigentlich so eine Map, wenn du Gold hast, dann bist du stark, weißt du? Dann kannst du es tun. Ja, und die Herrschaft der Mitte wechselt. Der Fug. Wie kommen die denn in die Mitte? War da noch einer oder ist das eine höhere Macht, die ich nicht verstehe? Blau, please, schreibt einer. What the fuck? Wie blau, please? Oh mein Gott, er hat den Shot of Tod. Shot of Death reinbekommen. Okay, ein blauer left jetzt schon mal. Er hat zwar blau, please, nicht im Teamchat geschrieben, aber ich wette, das meint er damit. Und einer von uns baut sich von der Seite dahin. Das finde ich jetzt aber unkorrekt. Genau das wollte ich nämlich bei mir vermeiden. Ich sehe doch, dass da einer steht, dass ich bin noch nicht... Komm schon. Ah, back, ja. So, wenn der eine von uns das Bett abgebaut... Hat er das? Ist er tot? Wenn er tot ist, dann raste ich. Sehr gut, er steht da unten irgendwo. Und baut sich jetzt gleich von hinten ans Bett. Genau meine Taktik, Digga. Aber ich springe meistens vorne runter und baue mich dann von... Warte, vielleicht kann man das ja sehen... Da springe ich auf den Baum dann und dann gehe ich von unten dahin und baue mich von hinten an das Bett hoch. Und unser Dude wird das jetzt hoffentlich so erledigen, dass er sich von der Seite einfach dahin baut. Das wäre zumindest die gechillte Art und... Wie er einfach durchrennt! Oh mein Gott, wie er einfach durchgerannt ist! Ich hätte es ihm so verdient ihn gefunden, wenn er das Bett kaputt gemacht hätte. Digga, holy shit. Oh mein Gott, sie haben beide Schwerter. Okay, einer tot und zweiter tot. Oh mein Gott, GG. Leute, das Ende war jetzt ziemlich schnell. Aber ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, was ihr machen sollt. Erstmal solltet ihr natürlich, wie bei jedem Video von uns, eine positive Bewertung da lassen, ne, wenn es euch gefallen hat. Dann, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Ist immer gerne gesehen. Zusätzlich dazu solltet ihr aber unter diesem Video Fragen hinschreiben, die ihr an uns habt. Also ihr könnt grundsätzlich unter jedes Video Fragen stellen. Aber unter diesem Video ganz besonders, weil die werde ich alle durchlesen, meine Freunde. Was sagt ihr dazu? Ich werde sie mir aufschreiben und in einem Vlog alle beantworten. In einem Vlog auf den Urlaub, in dem Urlaub, in den Ferien. Dazu wird es auch nochmal ein anderes Video geben, wo ihr alle eure Fragen runterstellen könnt. Aber schreibt bitte in nächster Zeit einfach mal Fragen unter die Videos. Einfach, was ihr wissen wollt von uns. Wir hauen alle Infos raus, außer es ist uns ein bisschen zu privat oder sollt ihr einfach nicht wissen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.